Denn Freund Rübezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt, zu Zeiten gutmütig, edel und empfindsam, aber mit sich selbst in stetem Widerspruch, albern und weise, oft weich und hart in zween Augenblicken, wie ein Ei, das in siedend Wasser fällt, schalkhaft und bieder, störrisch und beugsam, nach der Stimmung, wie ihn Humor und innerer Drang beim ersten Anblick jedes Ding ergreifen lässt. Allerdings hört unser Freund, der Riese Rübezahl, seinen Namen so gar nicht gern. Diesen Namen soll er der Sage nach von seiner großen, unglücklichen Liebe, der wunderschönen Königstochter Emma, erhalten haben. Das Herz der Prinzessin war bereits an den jungen Fürsten Ratibor vergeben. Das hinderte den liebestrunkenen Berggeist nicht daran, seine Zauberkünste einzusetzen und somit das beeindruckte junge Mädchen in seinen unterirdischen prächtigen Palast zu locken. Sie verlebten eine glückliche Zeit miteinander, bis sich das Heimweh bei Emma einstellte. Abermals setzte der Berggeist seine Zauberkünste ein. Er holte vom Feld einen Korb voller Rüben. Wenn sie sich einen geliebten Menschen vorstellt, verwandelt sich eine Rübe in diese Person. Der Haken war, dass die Rüben schnell verwelkten. Emma wurde immer trauriger und wollte nicht länger an der Seite ihres Verehrers leben. Sie schmiedete einen Fluchtplan. Sie spielte dem Berggeist ihre Liebe vor. Bevor sie seinem Werben nachgeben wollte, bat sie ihn um einen Liebesbeweis seinerseits. Zum Tag ihrer Hochzeit sollte er ihre Kränzeljungfrauen aus den Rüben beleben. Dazu bat sie ihn, alle Rüben auf seinem Feld zu zählen. In ihrer Vorbereitung hatte die kluge Emma bereits eine Elster mit einer Nachricht zu ihrem Verlobten geschickt und einen Treffpunkt für ihre Flucht vereinbart. Der Berggeist zog aus und zählte, verzählte sich und zählte erneut, bis er die richtige Anzahl hatte. Das dauerte. Als er zurückkam, war der Palast leer. Keine Emma war mehr da. Vor Zorn wütete er durch sein Reich, zerstörte seinen Palast und versank bis zum Mittelpunkt der Erde. So treibt er als Rübezahl oder auch Riebenzahl seit mehr als 400 Jahren sein Unwesen im Riesengebirge von Polen und Tschechien. Ärgert man oder verspottet man den Herrn der Berge, bekommt er schlechte Laune und verschreckt die Menschen mit einem heftigen Sturm. Mag er jemand nicht, schenkt er ihm Geld oder wertvolle Dinge, die sich später als wertloses Zeug verwandeln. Er kann auch sehr nett sein. So kann es passieren, dass man scheinbar wertloses Zeug von ihm bekommt, welches sich später als Gold herausstellt. Ist ein Wanderer in seinem Gebirge in Not und ruft ganz laut Rübezahl, kommt er auch schon mal aus seiner Unterwelt hervor und rettet diesen. Wie jedes schöne Märchen hat auch diese Legende ein Happy End. Fürst Ratibor feierte mit seiner geliebten Emma ein großes Hochzeitsfest. Noch heute soll es im Riesengebirge Brauch sein, einem unwillkommenen Verehrer Rüben zählen zu schicken.